Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Meeting 2. Heute wieder eine Info über Update 19.1. Ja, man muss ja als Langzeit-Meeting 2-Spieler mit Komplikationen schon als Standard rechnen. Ja, und so war es natürlich wieder mal in diesem Update. Es gab Komplikationen. Und zwar war es folgendermaßen, dass ja, nach dem Update gab es erhebliche Lags, riesen große Probleme im Endeffekt. Man konnte kaum mehr spielen. Ein Member von mir sagte, ja, sowas hat er in Mädchen noch nie gehabt, dass es so extrem ist. Und da kann man wirklich von sprechen, das Spiel war unspielbar. Ja, es wurde natürlich gut reagiert. Das Update wurde relativ schnell entfernt. Als Kleinigkeit, ja, Feuerphönix war halt nicht mehr sichtbar. Und ja, das fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Ja, nach dem Entfernen des Updates ja, wurde es ein bisschen besser, aber der Client ist relativ schnell eingefroren. Das heißt, da war irgendwas noch ja, werkeln, also irgendein Teil von Update. Klar, dieses neue Game Shield oder ja, dieses neue Anti-Cheat-System. Weiß nicht, ob es was bringt. Mal schauen. Ja, wäre noch so mein Verdacht gewesen, wo, dass es daran lag, aber gut, war wohl nicht so. Ja, sie haben dazu Stellung genommen, was ich ja sehr, ja, schätze, dass man das mal gemacht hat. Nicht schlecht, sie lernen, meiner Meinung nach. Ja, dass natürlich dazu Problem gekommen ist, dann haben sie sich Gläsern gemacht und haben mal gesagt, wie es eigentlich bei dem Update quasi oder wie das Update aufgespielt wird. Es kommt auf zwei Testsysteme und das dritte Testsystem ist dann der Live-Server. Ja, da wurde das Ganze dann auf den Traffic geschoben. Ich weiß nicht, ob man vielleicht mal auf Testservern vielleicht irgendwie mit Pings arbeiten sollte, ob das funktionieren würde, keine Ahnung. Um das mal zu simulieren. Weil irgendwie ist es immer so, es wird halt immer drauf geschoben, ja, auf den anderen Servern sind ja nie Spieler. Ja, ist eins richtig natürlich, aber irgendwie schon, es ist irgendwie gefühlt, also so für mich, ihr könnt ja gerne mal einen Kommi dazu schreiben, finde ich es bei jedem Update. Ja, aber gut, dass sie es so geschrieben haben, finde ich, respektiere ich ziemlich und finde ich auch gut. Das mit dem Feuerphönix, ja, ist so. Es wurde auch jetzt mit den neuen, also mit den heutigen Wartungsarbeiten, wurde der Fehler meiner Meinung nach beseitigt. Ich habe es heute noch ausprobiert. Die Probleme, die ich nach dem Entfernen des Updates hatte, die sind heute verschwunden. Ja, also sind wir jetzt wieder bei der Grundversion. So, was ist Teil 2 des Videos heute? Und da muss ich halt ehrlich sagen, das ist das, was echt am ja, traurigsten von allem ist, weil ich habe mich so gefreut, wo ich das erfahren habe, dass mit dem Update 19.1 der Young Drop reduziert worden ist. Das war eigentlich gar nicht in dem Patchlog drin oder in dem Changelog drin gestanden. Da habe ich mir gedacht, wow, das ist mein Schritt in die richtige Richtung. So könnte man das Spiel wieder ausgeglichener machen. Es würden nicht Einzelne davon profitieren. Ja, von diesem Autojagd-Devil-Katakomben-System, die natürlich ihr Young eh für Echtgeld loswerden, was ja klar ist. Im Endeffekt ist es halt, ja, soll man sagen, Kartell oder so. Ja, Einzelne, die sich davon ja, die davon profitieren, fand ich ein guter Ansatz, dass man das reduziert, weil, ja, wenn wir ehrlich sind, so ein Devil-Katakomben-Mob kann man bis, glaube ich, 7000 Young sogar hochtreiben. Und das ist einfach ein Witz für das, dass man kaum was dafür tun muss. Ja, außer sich ständig vielleicht gegen irgendwelche Räuber oder Leute, die da vielleicht auch irgendwann mal irgendwas machen wollen, der Devil-Katakomben, die zu töten. Ja, das ist der einzigste Aufwand. Ja, fand ich ein guter Schritt und jetzt kam halt raus, dass es eigentlich gar nicht geplant war für dieses Update. Es ist in Planung, etwas zu machen, aber nicht in diesem Update. Habe ich gedacht, der beste Punkt des Updates wurde jetzt eben rausgenommen. Es ist wie halt dieses Char-Wechseln, also ja, Channel-Wechsler, hat man einfach das Beste von dem Update entfernt. Und so ist es halt hier. Ich habe mich mega gefreut drüber und es kam auch sehr viel positives Feedback von der Community, was zu verstehen ist. Bis auf eine Handvoll Leute, die davon profitieren, mag
dieses Yank-Verdienen mit dieser Foul-Methode eh keiner, weil es zu einem viel zu blöden, ja, zu einer viel zu blöden Inflation führt. Ja, deswegen, das will ich halt damit ansprechen. Ich finde, es ist ein guter Schritt, wenn es so kommen würde, die Reduzierung des Yangs der Mobs, finde ich super. Und wäre für mich auch ein Anreiz, dass man vielleicht auch über Performance-Probleme ja, ein bisschen drüber schauen kann. Also, dass man da jetzt sagt, okay, das Spiel verbessert sich in der Richtung, wo man sagt, es ist viel besser oder macht mehr Spaß, es noch zu spielen. Dann könnte man die Kicks ein bisschen, sagen wir mal, ja, einfach akzeptieren. Ja. Es ist zwar nicht gut, aber finde ich nicht schlecht. Was natürlich klar ist, es sind halt einfach einzelne Leute, die natürlich dagegen sind, dass es verringert wird, weil halt die da davon profitieren. Klar, Melee's Hoard und dieser Jotun bzw. Drache wirft natürlich auch Yang ab, muss man auch sehen. Aber gut, was natürlich dafür verantwortlich ist, allein wird Devil Catacomb nicht natürlich für Inflation verantwortlich sein. Aber ich finde halt, wir sehen es mal als Vergleich. Was muss man tun, dass man für die Devil Catacomb einen Char stellen kann, der gut Yang verdient? Und was muss man dafür tun, dass man für einen Jotun, einen Drachenrun oder einen Melee's Hoard Yang verdient? In welcher, sagen wir mal, in welchem Zusammenhang steht das Ganze, ja? Weil ich glaube, man muss viel, viel mehr dafür tun, dass man den Jotun schafft, einen Drache schafft und den Melee schafft. Als einen läppischen Devil-Katakomben-Farmer mit 75 hinzustellen, mit einem Crap-Equipment, weil die Mobs in der Devil-Katakomben, sorry Leute, die sind nixig, die können nix. Ehrlich, da brauchst du einen Dunkelheitstali, wenn dann überhaupt noch einen Dunkelheitstali, und dann können die nichts mehr. Und man verdient sich da dumm und dipplich, weil man macht ja nichts. Man braucht einen PC, stellt seine 6 Chars hin und dann macht man Autojagd an und das war's dann halt auch schon. Ja, deswegen, ich bin klarer Gegner des Devil-Catacomben Farmings. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich würde es der Gameforge nur empfehlen, macht das, setzt das so schnell wie möglich um. Nämlich, das könnt euch durchaus den einen oder anderen Spieler bringen und wirklich auch ein sehr, sehr gutes, positives Feedback aus der Community. Damit beende ich das Video, kommentiert und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.